Nervöses Nägelkauen, beten für den Sieg. Und dann ist es endlich geschafft. Sandro Cortese machte es beim Moto3-Rennen in Estoril seiner Box nicht leicht mit ihrer Gefühlswelt. Der KTM-Pilot rast vor dem Spanier Maverick Vinales zum ersten Saisonsieg. Das ist natürlich Balsam, dass man weiß, okay, wir sind wieder dabei, dass die Meisterschaft ist offen. Jetzt freue ich mich einfach riesig auf die weiteren Rennen und mir macht momentan einfach jede Runde beim Fahren Spaß. Das hat man gemerkt. Cortese ist so angriffslustig wie schon lang nicht mehr. Überholen, wo eigentlich gar kein Platz ist. Ein beinhartes Duell gegen Vinales bis zur Ziellinie und sogar darüber hinaus. Ja, klar, sicherlich auch verärgert, wenn ich jetzt Zweiter geworden wäre nach dem harten Rennen, weil er hat so viele Runden geführt. Aber ich denke, ihr habt nichts Unfaires gemacht. Ich habe die Lücke gesehen, bin reingefahren, habe ihm keinen Ellenbogen gegeben, ich habe ihn nicht rausgeschickt. Ich habe einfach meinen Strich gezogen, wenn er ihm ist halt die Straße ausgegangen. Aber das war, ich denke, 100% fair und sportlich. Und wenn man gewinnen will, dann muss man auch sowas riskieren. Die Szene des Wochenendes. Vinales schlägt nach dem Rennen Cortese und bekommt im Nachhinein dafür keine Strafe. Ich bin ein wenig verärgert. Er hatte ein, zwei Aktionen dabei, die nicht von der feinen englischen Art waren. Im Vergleich, Niklas Ayo wurde für ein Rennen gesperrt, weil er in Jerez einen Streckenposten schubste. In die nächste Boxrunde zwischen dem neuen WM-führenden Cortese und Vinales geht es bereits kommendes Wochenende in Le Mans. Angriffslustig wird sich auch wieder Stefan Bradl in der MotoGP präsentieren. Der Deutsche in drei Rennen, dreimal in den Top 10. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich hier gesagt, ja, schön wär's. Das alles, was noch kommt, ist dann, sage ich mal, jetzt noch Zugabe. Ohne Druck Richtung Weltspitze und zwischen den Rennen die eine oder andere Auszeit, um den Kopf frei zu bekommen. Wie beim PR-Termin in der Honda Akademie nahe Frankfurt. Ein entscheidender Faktor für Bradls Stärke ist auch sein Team. Ich bin sehr zufrieden. Speziell Lucio Cecchinello ist ein ganz feiner Kerl. Und nein, auch das Team. Ich fühle mich absolut wohl. Wohlfühlfaktor MotoGP. Zwischen Auszeiten und höchsten Konzentrationsphasen. Stefan Bradl meistert die neue Herausforderung in der Königsklasse bisher mit links. Und wird darin von Mal zu Mal immer besser.